Die Schnittwunde am Fuß ist nach dem Säubern zum Glück nicht so schlimm wie gedacht. Seit Donnerstagabend schieben die Mitarbeiter der DRK-Regionalgruppe Bad Kreuznach 12-Stunden-Schichten. Ihr Zelt ist eine von drei Sanitätsstationen auf dem Campingplatz des Nature-One-Geländes. Die Bilanz bisher: viele kleine Blessuren statt großer Einsätze. Vielleicht auch, weil witterungsbedingt weniger Besucher auf dem Gelände sind. Und das Wetter spielt bisher auch mit. Wenn das Wetter so bleibt, denke ich, dann kühlt es ja heute Abend noch mal ab. Und das wird für die Besucher eine gute Veranstaltung werden. Dann haben wir auch nicht allzu viel zu tun mit dehydrierten Patienten, die bei sehr heißem Wetter eher mal auftreten. Aber bei den Temperaturen, die wir heute über Tag haben, ist da durchaus mit Kreislaufthemen zu rechnen. Der Einsatz des DRK beschränkt sich natürlich nicht auf die Zelte. Tim, Emilia und Jonathan gehören zu denen, die auch als Fußtruppe unterwegs sind. Sie halten auf dem Campingplatz Ausschau, ob jemand Hilfe brauchen könnte. Wir laufen an den Zelten vorbei. Wir schauen jetzt nicht konkret bei Leuten ins Zelt rein, weil das ist ja auch quasi ein, sag ich mal, privater Bereich. Es ist tatsächlich so, dass, falls irgendwas mit den Menschen los ist, dass diese dann ihre Freunde losschicken oder sich denken, ah, da läuft gerade das Rote Kreuz, und uns dann eben zu sich rufen. Nicht immer ist akutes Eingreifen notwendig. Manchmal klärt sich die Situation auch durch ein helfendes Gespräch. Hier sind es Fragen zu einem schon behandelten Bänderriss der Freundin. Gewappnet sind Tim, Emilia und Jonathan aber auch unterwegs für größere Notfälle. Wir haben natürlich unsere Notfallausstattung dabei. Und damit können wir natürlich im Erstangriff fast alles machen. Ich trage jetzt hier unseren Sauerstoff. Damit können wir dann Sauerstoff geben und auch im Falle einer Reanimation können wir dann gut helfen. Also auf alles vorbereitet eigentlich? Genau, wir sind auf alles vorbereitet. Manchmal müssen die ehrenamtlichen Helfer trotz guter Ausrüstung auch improvisieren, ganz im Sinne ihrer Patienten. Der Patient hat eine Gasflasche wollen abwehren, die auf ihn geworfen wurde. Dabei hat er sich einen kleinen Cut zugezogen, den wir mit einem Klammerpflaster versorgen können und einer kleinen Schiene. Ja, die Wunde liegt etwas ungünstig, weil sie direkt auf dem Gelenk geht. So versuchen wir mit einer selbstgebastelten Schiene ein bisschen Bewegung rauszunehmen, sodass er das Festival noch bis am Sonntag genießen kann. Denn das wollen sie schließlich alle. Trotzdem sind auch in der zweiten Partynacht 250 DRK-Kräfte im Einsatz.